Es gibt Welten, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben. Welten, die wir uns nicht einmal in unseren kühnsten Träumen vorstellen können und die doch mit unglaublichen Kräften unser Leben beherrschen. Und unseren Tod. Edward, gerade mal 14 Jahre alt, gilt als Sonderling. Er stottert, ist eine fast 2 Meter große Bohnenstange, baut am liebsten Kartenhäuser. Und dann ist da diese merkwürdige Stelle auf seinem Rücken, die juckt und juckt, bis ihm eines Tages schwarze Flügel wachsen. Von diesem Moment an ist nichts mehr, wie es einmal war. Ein geheimnisvoller Fremder hat es auf Edwards Flügel abgesehen. Doch aus dem Nichts taucht der mysteriöse Mr. Spines auf, der Edward aus höchster Gefahr rettet. Mit ihm taucht er ein in eine unbekannte Welt. Die Welt nach dem Tod, die von einem abgrundtief bösen Wesen bedroht wird, dem Schakal. Ob Edward tatsächlich der Sohn eines gefallenen Engels und damit der prophezeite Erlöser ist? Der mysteriöse Mr. Spines. Erschienen bei Ars Edition. Ab sofort im Handel.